Ja, hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play OMSI 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns heute auf der Strecke, na klar, auf der Karte Hamburg Hafen City und fahren heute die Linie 569 von der Alster Chaussee nach Shanghai Allee. Und wir fahren heute mit einem Volvo, ich glaube Hybridbus. Und ich bin mal gespannt, wie ich damit klarkomme. Ich bin mit dem lange nicht mehr gefahren. Nur ein, zwei Mal, wo die Karte frisch rauskam. Und ja, gut. Wetter stellen wir noch ein. Wir stellen heute mal reales Wetter ein. Mal gucken, wie viel Grad in Berlin ist. Also bei uns sind es aktuell 26 Grad draußen. Achso, muss ich ja. Hahaha. So, wie viel Grad haben wir so in Berlin? 21 Grad, gut, bei mir ist es wärmer. Egal, gut, steigen wir ein und rüsten unsere Karre auf. So, ich hoffe, dass heute OMSI nicht so rumspackt, weil ich glaube, der Bus zieht schon ein bisschen Performance. So, das ist nun die Frage, ja, das ist ja. Ja, der geht ja immer automatisch aus. Egal. Machen wir hier noch an. Geht das hoch? Ne, muss ich auch was drücken, ne? Das ist wieder Technik, wovon ich keine Ahnung habe, ey. Zell. Ah, jetzt. Gut. Das war die falsche Seite, aber egal. Wo konnte man das Lenkrad einstellen? Das gab es doch hier auch irgendwo. Das ist Kneeling. Das ist ja schon mal ganz toll, was ich nicht weiß. Ah. Okay. So, kann ich es irgendwie. Wollte ich nicht machen. Kann man das irgendwie höher stellen? Nee, nee. Boah, ich komme mir vor wie so ein. Als ob ich damit zum ersten Mal fahre, ey. So. Eieiei. Das nennt man Vorbereitung, liebe Leute. Ja, keine Ahnung. Lass mal so. Gut, wir melden uns an. Dienst anmelden. 15.06. Und brauchen wir einfach noch Eingabe drücken. So, bitte geben Sie Umlaufnummer ein. Das ist die 56901. Und wir haben jetzt schon Abfahrt. Super. Gut, die Linie geht ungefähr, ja, 45 Minuten, würde ich sagen. Ich kann es jetzt nicht genau erkennen, aber was soll's. So, ach ja. Die Karre war ja schon an. Ich vergesse es immer wieder. Gut, dann wollen wir mal die Fahrgäste abholen. Hoffentlich wird heute nicht rumgemeckert. Gut, hier weg geht er mit. Ich weiß gar nicht, ob jeder drüben ist, der Startpunkt. Ich muss nur mal gucken. Ah, das schildert er, okay. Boah, das ist immer komisch, wie die Karre da ausgeht, ey. Eieiei. Erinnert mich an einen VW-Bus, den ich damals meine Ausbildung mal gemacht hatte. Da waren wir mit einem VW-Kleintransporter unterwegs. Da ging er auch ständig wieder aus. So, Mahlzeit, hallo. So, ich hoffe, die Lautstärke ist okay. Jetzt hoffe ich das mal wirklich. So,
Servus, Kollege. So, liebe Ampel, gib mir grün. Danke. Ah, lange kein Hybrid mehr gefahren. Fahrt ihr eigentlich noch mit diesem Volvo? Schreibt es mir in die Kommentare. Weil ich glaube, da fahren wenig. Also wenige Leute fahren nur noch damit. Nur am Anfang. Da würde mich mal interessieren, ob ihr noch damit fahren tut. Ja, wie gesagt, ich persönlich fahre kaum noch damit. Wir hatten den Bus mal bei SNR mit reingenommen. Ich weiß gar nicht, ob wir den noch haben. Ja, der wurde die ersten Male benutzt. Aber nach 2-3 Tagen stand er eigentlich nur noch rum. So. So. Ich weiß nicht, ob man das irgendwo noch einstellen konnte. Mensch, es gab doch irgendwo die Funktion, dass man die Höhe einstellen kann. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Wir haben eh noch ein bisschen Zeit. Mensch, wo war denn das? Oder bin ich im falschen Bus gelandet und bild mir das gerade nur ein? Weiß ich nicht. Ach, naja. Was ist das? Das hat irgendwie zu bedeuten. Nee. Naja, egal. Dann ist es halt so. Aber so will ich jetzt nicht fahren. Das könnt ihr vergessen. So, war es doch mal, dass man die Höhe einstellen kann, oder? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob das überhaupt ging. So, wir fahren jetzt auf jeden Fall weiter. Schon eine Minute Verspätung, ey. Nur wegen diesem Knopf zu suchen. Den es wahrscheinlich nicht gibt. Läuft. Moin. Dach. Dach. Hallo. Hallo. Ich muss mich doch nochmal ein bisschen positionieren, weil ich will den Blinker auch sehen. Ach ja, da war ja was. Die Türen gehen ja. Ach. Das war auch damals der Fall. Ich habe immer wieder die zweite Taste gedrückt. Aber die Türen gehen ja wieder automatisch zu. Da war ja was. Oder doch nicht? Hallo? Warum fahrst? Habe ich Bus jetzt kaputt gemacht oder was?
Brocken Haltestelle geben sie drin. Aber welche? Oh Leute, das ist jetzt nicht dein Ernst, diese Welt. Hast du den Bus kaputt gemacht oder was? Was ist denn? Ja, May, was ist denn hier los? Jetzt geht's. Na toll. Danke. Gott. Der Bus ist mir echt kompliziert. Also. Ah, Kacke, ey. Ah, nee. Das ist nicht mein Lieblingsbus, sage ich euch, lieber Leute. Der ist mir wieder zu kompliziert geworden. Ah, nee. 3 Minuten Verspätung, ja schön, geil. Kriegen wir nicht mehr aufgeholt, könnte ich wetten. So, liebe Busampel, ich bitte dich drum. Danke. Moin. Einmal Nahbereich. Ampelphase hoch wurde verpasst. Juhu. Dann machen wir hier hinten auf. Ja. Ist es richtig offen? Das ist das andere. Jetzt. Technik, die begeistert. Und ich versage hier total. Mensch, Mensch, Mensch. Ich hätte vielleicht mal eine Runde üben sollen mit diesem Bus. Was ist das überhaupt? Hm. 4 Minuten Verspätung, ja. Das ist so prickelnd. Ja. Falls ihr euch fragt, warum ich die Kollision aus habe, das ist ganz einfach, dadurch spart ihr Performance. Klingt verrückt, ist wirklich so, also die Kollision aus, das spart ihr wirklich ein bisschen was an Performance. Das ist auch im BBS praktisch. Weil früher, wo ich auch bei allem Launsbach unterwegs war, ist mir die Karte ständig abgeschmiert und dann habe ich mal die Kollision ausgemacht und zack, schmierte die Karte nicht mehr ab. Moin. Sag mal. Mahlzeit. Kennt der Bus keine Haltestellenbremse? Einmal Tageskarte, 9 Uhr. Danke. Ja, was war denn das jetzt hier?
Hallo? Der, wenn er sich anfährt, hört sich fast wie so eine Straßenbahn, ey. Aber nur fast. Eieiei. Ruhe hier ist ja nicht auszuhalten. Und 5 Minuten Verspätung, ja klar. Die werden sich gleich beschweren. Zu den Altersschiffen. Next stop, Jungfernstieg. Please exit here for Alster Boat Trips. Change here for our Transit Lines. Wo ich meinen Führerschein gemacht habe, ja, gute Frage. Da stelle ich mich auch manchmal. Die Frage stelle ich mir auch manchmal. Wo habe ich nun meinen Führerschein gemacht? Junge, das ist eine super Straße, ey. Next stop. Ich hoffe, man hört es nicht allzu laut. Moin. Moin. Großbereich. Danke. Bitte. Einmal Großbereich. Danke. Bitte. Keine Zeit. Da kommt nix. Da kommt die Polente. Ja. Die guten alten Radfahrer hier. Schon cool gemacht. Aber die Ampelphase ist hier richtig scheiße. Ich hab jetzt zwar grün, aber ich muss gleich wieder lange stehen. Das ist doof. Gerade wenn du verspätet warst. Ganz beschissen. So eine Schupe. Shh.
klar. Die darf schon fahren, die alle, aber ich nicht. Ja. Die gibt aber ordentlich Gummi, die Frau, ne? Ziemlich sportlich unterwegs. Jetzt haben wir schon 6 Minuten. Kriege ich nie aufgeholt. So, hier wollen sie alle einsteigen. Da ist ja noch ein Lügenplatz. Moin, danke. Natürlich bin ich zu spät, Ömchen. Was hast du denn gedacht? Haben sie mich jemals mal pünktlich kommen sehen? Nein. Und wenn mir die Hochbahn zum schlechten Fahrzeug gibt, kann ich so auch nichts machen. Immer diese Gemeckeren von Leuten, ey. In der Realität meckern sie ja nie, ne? Selten. Zumal in Hamburg nicht jeder Bus immer pünktlich ist, ne? Ich meine, Hamburg ist eine Großstadt, stehst du öfters mal in der Stadt im Stau. Da kommt es schon sehr oft vor, dass du mal Verspätung hast. So, welche? Die hier vorne oder was? Gar keine. Auch ganz gut. Hoffe ich. Oder wollten die da? Nee. So, wir müssen geradeaus weiter. Na, Hallöchen. Mit einem Mountainbike unterwegs. Ja. Rote Ampeln liebe ich. Sowas von. Fuck. Das war mein Fehler. Ich habe gerade nach meiner Katze geguckt. Was sie gerade macht. Da gucke ich zurück und sehe, da ist eine rote Ampel. Ja, geil. Sorry. Mann! Man sollte nie ab. Sehen Sie! Guten Tag. Junger Mann, jetzt sind Sie zu spät. Hallo. Lol, ich habe die Tür offen gelassen. Lol. What? Ich hab nicht mitgekriegt. Gott, das ist wieder so eine bescheuerte Folge heute, ey. Mensch, Steven, Augen auf im Straßenverkehr. Hat mir schon der liebe Leon gesagt. Schönen Grüß an dich. Nächste Haltestelle, Johannes Brahms Platz. Gott, das ist eine Straßenführung, ey. Dachchen.
Wenigstens meckern die nicht. Die Polente kann warten, diese Ehengrüne. Wer sie blau hätte, sie durchgelassen. Nein, Spaß. Ein Manfred. Moin. 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 Vor allem, wie er sich beschleunigen tut, ey. Das dauert ohne Ewigkeit. Warum habe ich den MAN genommen, ey? Schon wieder nicht zugegangen. Gut, frische Luft, ne? Muss auch mal sein. Meine 23 Grad, kann auch mal nicht stören. Hey, das ist Mahlzeit. Mahlzeit. Sind wir vielleicht ein bisschen spät heute? Oh, das ist der Zoll, der hinter mir ist. Danke. Natürlich bin ich zu spät. Was denken Sie denn? Denken Sie, ich bin mal pünktlich? Nein. Außerdem gilt eine Verspätung laut Deutscher Bahn erst ab 6 Minuten. Kollege. Ich habe zwar meistens immer ab 5 Minuten gesagt, aber ist ja erst ab 6 Minuten. Ja, ist gut gefüllt, ne? Haben wir einen Haltewunsch? Nö. Die stehen einfach rum. Das finde ich auch ein bisschen schade, um sie. Es sind so viele Sitzplätze frei und ja, die meisten stehen einfach nur rum. Einfach rumstehen, ne? Also, ja. So, hier haben wir so eine Art kleinen Rummel, würde ich mal sagen. Können wir mal nachgucken, ob wir hier so schönes haben. Hier ist der Dom. Schön. Ist aber nicht viel los hier, ne? Naja. Moin, moin. Dach. Dach. Hallo. Hallo. Bitte einmal neue Tageskarte. Aber der Fahrplan ist wirklich sehr gut gemacht. Das merkt man richtig, weil Verspätung kriegen wir nicht runter. Die bleibt so, ne? Doch. Lalalala. Vielleicht kriegen wir sie doch noch irgendwie aufgeholt. Aber ich zweifle.
Moin. Moin. Jo. Moin, moin. Einmal bitte. Danke. Bitte. Bitte eine Kinderkaffee. Bitte. Dachchen. Ja, die steigen ja auch in der zweiten Tür ein. Stimmt, und die in der ersten Tür einsteigen wollen, immer ein Fahrschein. Moin. Einmal für den Großbereich. Jo. Danke. Einmal Nahbereich. Einmal groß und einmal nah. Bei Bunny ist immer alles groß. Das braucht er. Das braucht er wirklich. Der Bunny. Money. Du bist so funny, ey. Ich muss die Spur wechseln. Ich will denn hier aussteigen, ey. Mensch, ich hab Verspätung. Schöne Grüße an dich. Gute Fahrt. Ah, passt. Sehr gut. So muss es doch immer sein. Grüne Welle. Hallo. Guten Tag. 60 FPS, das ist bestes. Beste Performance-Rate. Könnten wahrscheinlich mehr sein, aber ich habe ja die Zielwiederholrate auf 60 begrenzt, damit das nicht so hin und her schwanken tut. Weil wenn es hin und her schwankt, dann ja, sieht es nicht schön aus manchmal. So, der Bus ist mittlerweile voll, wie es aussieht. Hätten wir wahrscheinlich doch ein Gelenk nehmen sollen. So. Oder? Mal kicken. Ja, komm, da sind noch Sitzplätze frei. Das passt noch alles. Lass mal hier Fenster aufmachen. Weil wir haben so viele Moneys drin, das stinkt mittlerweile. Also ich muss doch als Busfahrer auch noch irgendwie klarkommen. Es gibt nur ein Fenster. Das ist aber schwach. Naja. Sagt eigentlich unser Benzin? 50%. Zumindest diese. Interregio Express 4869. Ja, schön. Scheint seine Lieblingszuglinie zu sein. Der fährt gerade Linie 112 von Altona nach, na, was stand da, zum Hauptbahnhof in einer anderen BBS-Zeit, früh am Morgen um 9. Ja, die Zeit passt irgendwie trotzdem nicht hin, aber egal. Aber er scheint für keinen Betrieb zu fahren. Weil normalerweise würde ja das Firmenlogo drin stehen. Wahrscheinlich sind wir Player.
Das kommt noch so. Naja, ja. Oder er fährt einfach nur so. So wie ich. So. Mensch, geh zu. Ach Mensch, gehört zur dritten Tür raus, ne? Lord Robbie, alles klar. Was fährst du? Du fährst noch früher als gedacht. Du fährst zur Gegentour. Bloß Füße und Fünfe, alles klar, läuft. Das finde ich cool. Müsste in allen Bussen so sein. Wenn ich die dritte Tür vergesse aufzumachen, latschen sie alle zur zweiten Tür. Das ist toll. Eben nicht. Wir fahren weiter. David, Betriebsfahrt. Alles klar. Es war schon interessant, was hier für Leute unterwegs sind. Der wird doch hier bestimmt oben abbiegen, oder? Nee, hat er doch nicht. So, hier hat sich ein C2 ungefähr keilt. Kommt nicht mehr weiter. Alles klar, Kollege. Schön, dass du da deine Pause machst. Ist für mich natürlich scheiße jetzt. Da müssen wir Trick 17 machen. So. So, kleinen Autofahrer hier, PKW-Fahrer. Macht mal Platz hier. Jetzt kommt das Monstrum. Zack, zack, zack. Ich hab dich den ganzen Tag Zeit, Kollege. Danke. Oh. Jetzt muss ich überlegen. Genau, mal da aus. So, Bahnhof Altona. Müssen wir rum über den Pott fahren. Ne? Oder steigen hier auch schon ein? Weiß ich gar nicht. Nö. Ja, hier ist einmal Ein- und Ausstieg. Also drüben ist Ausstieg, hier ist Einstieg. Quasi zweimal die Haltestelle. Guten Tag. Moin, moin. Moin, moin. Ja, natürlich habe ich auf die Uhr geguckt. Mensch. Sie sind viel zu spät, wissen Sie das eigentlich? Ja, du hättest ja auch laufen können. Immer diese Meckereien hier. Die Leute gehen auch nicht zum Lokführer und sagen, sie sind viel zu spät. Nee, wahnsinnig. Ach, Mensch. Ist halt hoher Verkehr heute. Außerdem hatten wir noch eine technische Störung, weil ich zu doof war, diesen Bus zu bedienen. Oh, nein. Vor allem meckern sie rum, weil ich in der Kurve mit 20 km/h gefahren bin. Mensch, Mensch, Mensch. Immer dieses Gezicke. So, hier war irgendwo in Hamburg ein Feuerwehreinsatz. Wir fahren wahrscheinlich gerade wieder zurück zum Gerätehaus. Oder die fahren zum Osterfeuer, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt in Hamburg. Osterfeuer. Irgendwo außerhalb. Bei uns in Sachsen-Anhalt sind glaube ich welche ausgefallen, sogar wegen Waldbrandgefahr, weil es sehr warm ist und kaum noch regnet. Quasi genau dasselbe wie im letzten Jahr. So.
Ach, bremst doch nicht ab, du Fle- Und da wundern sich die Fahrgäste, dass ich Verspätung habe, oder was? Also, nee. Guten Tag. War klar, dass die Ampel gleich auf Rot springt, wenn ich komme. Ja, warum denn nicht? Immer diese roten Ampeln, ja. Ist ja wirklich nicht schön. Eine Ewigkeit später. Und wir haben 7 Minuten Verspätung. Ich sag euch, wir werden noch mit 10 Minuten Verspätung ankommen. Dabei haben wir noch einiges vor uns hier. Bahnhof Altona, wo bist du? Irgendwo da. Wir haben noch lange was vor uns. Einen langen Weg. Endlich. Jetzt gibt mal Gummi hier. Kick down. Hier wird doch keine Sau rüber Ampel, Mensch, das geht doch mal. Ist keine Sau. Für die Polente. Ist was? Steigen Sie schon hier aus, es dauert noch. So regelt man das. Habe ich auch schon mal live erlebt, wo ich auf dem Weg zur Schule war, zur Umschulung. Stand vor einer Ampel, die Haltestelle war auch hinter der Ampel, hat uns gleich rausgeschmissen. Weil die Ampel hätte eh noch eine Weile gebraucht. Und daher. Alter. Junge, mit dem Bremsen muss ich echt noch üben, ey. Und wieder eine sinnlose Ampel, die rot ist. Auch lustig. Hier ist grün, da ist rot. Einmal eine Ampel zu verarschen hier. Naja. Gut, das ist in Magdeburg auch so, glaube ich. Habe ich auch schon mal sowas gesehen, dass die eine Seite grün war und die andere Seite war rot. Warum solche Systeme? Keine Ahnung. Naja. So, die nächste Ampel, die auf Rot ist. Ich hab's heute echt mit dem Rot. Ich will doch nur meine Verspätung rausfahren, Leute. Das kann doch nicht so schwer sein. So, jetzt muss ich mal Feuerwehr die Spur kreuzen. Ich muss jetzt links.
wenigstens eine Ampel, die gleich auf grün schaltet. Oh Gott, bremst doch mal! Alter! Schon mal gesagt, dass der Bus schlechte Bremsen hat. Heile Witzka. So, da haben wir einen Tommy. Was hat der denn? Achso, Gegenrichtung. Das ist bestimmt pünktlich. Moin, moin. Moin, moin. Guten Tag. Moin. Moin. Du musst bei diesem Bus richtig voll. Du musst quasi richtig volles Brett drauf treten auf die Bremse. Und da ordentlich bremsen tun. Das ist ja echt furchtbar. Ich glaube, die Harlikon KI-Fahrzeuge sein, ne? Also der hier zumindest. Der hier ist von Half City. Wie fahren Sie denn? Haben Sie denn Ihren Führerschein gemacht? Ich bin mit 20 rumgefahren. Was ist denn los heute mit euch? Ich war doch sonst immer mit 30 sogar auf die Kurve. Moin. Na gut, das ist übertrieben, aber trotzdem. Sind die denn heute alle so anfällig? Das ist ja echt. Leute, was ist los? Habt ihr alle beim Ostereier suchen eure Eier verloren oder was? Naja, ja. Hier wird jeder mit. Okay. Aber wir sind noch nicht zu voll. Das steht schon mal fest, weil. Ja. Sonst würde ja gar keiner einsteigen, wenn kein Haltewunsch ist. Ah, da drüben ist die Stadtrundfahrt. Mit denen werden wir auch mal fahren. Ich habe vergessen, die Hofstadtpartei einzufügen. Wie es aussieht. Auch toll. Naja. Bin ich mal auch gespannt auf die Stadtrundfahrt. Geht der 90 Minuten? So. Sind wir am St. Pauli Theater. Auch schön. Mag mein Lenkrad. Extra das Force Feedback sogar runtergestellt, weil es in der letzten Folge, glaube ich, doch ein bisschen zu hart war. Da war anscheinend kein Unterschied. Weil das sind ja wieder andere Skripte hier. Force Feedback. Weiter. Mhm.
Du, du, du. Liebe Ampel, schenkt mir grün. Danke. Ach ja, der Hafen. Ist das nicht schön? Die Möwen, herrlich. Guten Tag. Guten Tag. Moin, moin. Moin, moin. Ich hätte gerne einmal Küche. Ist sie wieder nicht zugegangen? Das ist meine Ampel. Mein Grün, mein Grün, mein Grün. Also die Verspätung wird nicht besser. Shanghai-Allee ist noch nicht zu sehen, ne? Nee. Wieder rot. Juhu. Da war nichts, nein, nichts passiert. Aber ich könnte mich doch hier eigentlich hier so durchschleichen. Ich weiß, ich bin heute ein richtiger Assi-Busfahrer. Ich sehe es schon in den Kommentaren stehen. Alter, fährst du mit der Scheiße, Mann. Sturm nach unten. Einmal Nahbereich. Dankeschön. Bitteschön. Immer wieder gern. Oh, Lukas LP. Servus. Was fährt der denn schon? Nächste Haltestelle. Ah, da ist Shanghai-Allee in Sicht. Aber die Verspätung kriegen wir nicht mehr raus. Ach, fein, Lukas hat früher Kühl gekriegt als ich, ey. Das ist doch echt doof. Ich muss hier noch versauern. Also irgendwie haben die Ampeln irgendwas gegen mich. Ich weiß nicht.
Tag. Guten Tag. Einmal Nahbereich. Danke. Moin. 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 Hallo. Okay. Einmal gesamt. Danke. Bitte. Ich muss mal kurz was finden. Momento. So. Hier ist was los. So, weiter geht's. Ich denke mal, in der nächsten Folge fahren wir wieder mit Kollision. Mal gucken, wie da denn die Performance ist. Leute, ey. Das ist doch heute echt nicht euer Ernst. Warum schon wieder rot? Ich will doch keine 8 Minuten Verspätung kriegen. Hätte ich ja eigentlich Pause? Ja, wahrscheinlich. Man weiß es nicht. Schauen wir nicht, das ist gut. Ach komm, jetzt drückst du ernsthaft? Guten Tag. Was bist du denn für einer? Manfred. Wäre jetzt keiner eingestiegen, ich wäre weitergefahren. Weil es wird zu spät. Oh nee. Guten Tag. Ja, heute wünsche ich auch noch, natürlich. Ach nee. Und steigt mal aus. Wieder die dritte Tür vergessen, ey. Also ein C2 hat mehr Power unterm Arsch, ne? Gut, das ist auch ein Hybridbus. Was willst du da sagen, ne? Naja. Pünktlichkeit ist eine, die es hier doch besser geht, ohne hier. Lieber zu spät als ein Unfall, ne?
Die höchste Priorität ist nicht die Pünktlichkeit, sondern dass man heile ankommt. Das ist die höchste Priorität. Aber das ist den Menschen hier in dem Bus egal. So, der Bus leert sich langsam. Das heißt, wir sind fast an der Endstation. Aber noch fast. Jetzt haben wir wieder eine rote Ampel. Ich meine, das ist ja nichts Neues mehr, dass wir vor einer roten Ampel stehen. Ja. Das ist unfassbar. Supi, wieder. Also die Ampeln haben heute irgendwas gegen mich. Ich weiß es nicht. Also, wo ich letztens die Linie privat gefahren bin über BBS, hatte ich nicht so viele rote Ampeln wie heute. Da hatte ich auch keine Verspätung. Ich kam sogar pünktlich an. Aber heute, ja. Gut. Gut, die Verspätung habe ich mir selber schon eingebucht, weil ich zu doof war, um das Fahrzeug zu bedienen. Ja. Und dann kommen die ganzen doofen Ampeln. Das ist echt, ja. Tag der roten Ampel, würde ich sagen. Wenn wir schon von Rot sprechen, da ist die nächste. Na, liebe Ampel, schaffst du es noch auf Grün? Schaffst du es noch? Na, danke. Gut, 10 Minuten wären es zum Glück nicht mehr, aber es sind 9 Minuten Verspätung geworden. Läuft. Ja, super. Ja, noch zum Schluss doch noch eine schöne rote Ampel hier, ne? Ah, doch. Die ist wenigstens freundlich, die Ampel. Geschafft. Ach, der Fahrplan ist zu Ende. Beziehungsweise der Umlauf. Na gut. Da ist es ja eh nicht schlimm. Sie wissen schon, dass die Endstation ist, ne? Storno, Pause.
Ja gut. Ist ja nur Schneis, ne? Ich meine, in München ist keiner ausgestiegen. Dann in der letzten Folge in, auch in Hamburg, sind sie in Altona noch nicht ausgestiegen. Ja, einfach drinnen bleiben, ne? So muss es sein. Gut. Ich mach Tür zu. Und ja, das war's. Ich hoffe, euch hat's trotzdem gefallen, auch wenn die Folge ein bisschen chaotisch war. Auch wenn ich mich leider etwas heute ablenken lassen habe von meiner Katze. Sorry. In der nächsten Folge fahren wir besser und wenigstens mit einem vernünftigen Bus. Ich meine, vom Modell her sieht er richtig geil aus, aber ich fahre wie so ein bescheuerter Anfänger, ey. Ja, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich würde mich selber Kommentare und über einen Daumen nach oben freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder in OMSI 2. In diesem Sinne, macht es gut, euer Trainer OMSI TV. Tschüss!